Um nun ein wenig die soziale Bewegung zu skizzieren, wie sie sich derzeit in Frankreich darstellt, ist hervorzuheben, dass seit circa 3,5 Monaten, seit Anfang März, als sich die Bewegung konstituierte, auf dem gesamten nationalen Gebiet Frankreichs diese Bewegung sich ausgebreitet hat. Im Kern dieser Bewegung steht die Ablehnung des gegenwärtig von der Regierung vorangetriebenen Gesetzesprojektes des neuen Arbeitsgesetzes. Ich werde hier jetzt auf drei bis vier Aspekte eingehen, die den Kern dieser Veränderungen ausmachen, die hier geplant sind von der Regierung. Das eine betrifft den Willen und die Absicht, hier die Entlassungen in Privatunternehmen zu erleichtern. Dazu gibt es bereits Regelungen, die auch von den Unternehmern genutzt werden. Diese sollen aber noch verschärft werden. Aujourd'hui, ne se prive pas de licencier, mais le projet de loi y compris facilite. Der weitere Punkt ist auch eine Infragestellung der Überstundenbezahlung. Und ein weiterer Punkt darüber hinaus ist eine Infragestellung der bisherigen vorgesehenen Regelungen in Bezug auf den Arbeitsschutz. Der Kern des Projektes und was insbesondere hier auch den Widerstand hervorgerufen hat, ist jedoch, dass auf der Ebene der Verhandlungen über die Organisation des Betriebes oder aber auch die Arbeitszeit sollen Veränderungen gemacht werden. Bislang ist die Situation folgendermaßen, dass sich auf drei verschiedenen Ebenen die Arbeitsgesetzgebung und die damit einhergehenden Regelungen strukturieren. Die erste Ebene ist der sogenannte Code de Travail, das ist das Ensemble an Arbeitsgesetzen, die hier für die Gesamtheit der Beschäftigten ein Mindestniveau einziehen, das nicht unterschritten werden darf. Ja, un deuxième échelon en dessous qui est la convention collective, souvent convention collective qui est souvent nationale. Die zweite Ebene sind Tarifverträge, sei dies auf Branchen- oder aber auch auf nationalem Niveau, die ebenfalls nicht unterschritten werden dürfen von individuellen Betrieben. Mauvaise pour les salariés que dans le code du travail. Et le troisième Echelon qui existe. Und das dritte ist eine Art Betriebsvereinbarung, die bislang von der Anlage her genauso vorsieht, dass die Regelungen, die in dem Code de Travail, also in der bisher existierenden Arbeitsgesetzgebung existieren, nicht unterschritten werden dürfen. Ich werde jetzt darauf eingehen, wie das neue Arbeitsgesetz aussehen soll. Au Code du Travail. Ça, c'est la situation actuelle et qui est justement remise en cause par le projet de loi. Je vais expliquer ensuite. Ce que prévoit ce projet de loi. Der zentrale Punkt des Gesetzesprojektes hier sieht nun vor, diese eben von mir dargestellte Hierarchie zu annullieren, aufzuheben und es zu ermöglichen, dass insbesondere in den Punkten Arbeitszeit und Organisation des Betriebes auf der betrieblichen Ebene, das heißt also dieser Betriebsvereinbarungsebene, es möglich ist, die bisher vorgesehenen Regelungen im Arbeitsgesetz und in den Tarifverträgen zu unterschreiten. Das heißt also, dass auf Betriebsebene es hier möglich gemacht werden soll, diese Mindestbedingungen, die dort festgelegt sind, zu unterschreiten. Salariés que ce qui est dans la convention collective ou dans le code du travail. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, souvent, ce qui était obtenu en fait dans les grandes entreprises ou à l'occasion de mouvements. Bislang ist es so, dass durch die Auseinandersetzungen in großen Unternehmen und die damit einhergehende Verabschiedung von entsprechenden Tarifverträgen auch Beschäftigte in kleineren Unternehmen, dadurch, dass diese dann auf nationaler Ebene oder auf Branchenebene entsprechend wirksam sind und von den Betriebsvereinbarungen nicht unterschritten werden dürfen, auch Beschäftigte in kleineren Unternehmen mit entweder gar keiner oder nur sehr geringer gewerkschaftlicher Stärke von diesen Erfolgen gewerkschaftlicher Streikbewegungen oder aber auch politischer Bewegungen auf der Straße haben profitieren können. Ça c'est jusqu'à présent. Et maintenant, avec ce projet de loi, ce qui se passerait, c'est rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que ça, non seulement ça n'existerait plus,
Mais en fait, il y aura l'inverse, puisque mit dem jetzt vorgesehenen Gesetzesprojekt würde diese von mir eben beschriebene Situation grundsätzlich umgekehrt. Jetzt wären es die kleinen Unternehmen, dort, wo der Arbeitgeber, dort, wo der Unternehmer mit einfachen Mitteln hier einer entweder nur gering gewerkschaftlich vertretenen oder aber sogar einer Belegschaft, in der gar keine Gewerkschaft vertreten ist, seine Bedingungen aufdrücken kann, der dann auch zukünftig gegebenenfalls die Bedingungen in größeren Unternehmen bestimmen kann, indem nämlich hier dann gesagt wird, dass angeblich der Wettbewerb auch die größeren Unternehmen oder andere Unternehmen in derselben Branche dazu zwingt, auch hier die bislang erlangten Rechte weiterhin zu reduzieren. Das einhergehend mit der Erleichterung der Entlassungsmöglichkeiten ist insgesamt betrachtet der zentrale Angriff und die große Herausforderung, vor der wir stehen. Les licenciements. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui est extrêmement important pour l'ensemble du salariat en France. Et l'enjeu de tout ça est d'ailleurs, enfin, le patronat. Im Grunde genommen setzen die Unternehmer hiermit die vollständige Individualisierung der Arbeitsbeziehungen auch durch. Denn in letzter Konsequenz ist es hier der Unternehmer, der den Beschäftigten in vollem Umfang die Arbeitsbedingungen zu diktieren versucht und wo der einzelne Beschäftigte auch kaum Möglichkeiten hat, sich dagegen zu wehren. Chaque salarié se fera imposer en fait les conditions de son contrat de travail par son patron, quoi. Et donc face à ça, il y a, je l'ai dit, depuis maintenant plus de 3 mois et demi. Vor diesem Hintergrund ist es gelungen, eine soziale Bewegung seit über 3,5 Monaten ins Leben zu rufen, die in einer Mischung aus übergreifenden nationalen Demonstrationstagen und verschiedenen Streikbewegungen, auf die ich gleich noch näher eingehen werde, innerhalb dieser Bewegung eine soziale Bewegung ins Leben zu rufen, die diese Forderung grundlegend in Frage stellt, die sich gegen das Arbeitsgesetz wehrt. Wir sehen hier als einen der wichtigen Demonstrationstage beispielsweise den letzten 14. Juni, wo in Paris eine nationale Demonstration, aber auch in den Provinzen viele Demonstrationen in kleinerem Maßstab über das ganze Land verteilt stattgefunden haben. Und surtout des Manifestations. Et tout ce mouvement, il est organisé et appelé et structuré. Diese Streikbewegung ist eine strukturierte Bewegung, die im Wesentlichen von einem gewerkschaftsübergreifenden Zusammenschluss verschiedener Dachverbände auf nationaler Ebene organisiert und aufrechterhalten wird. Zu nennen sind hier die CGT, die Force Ouvrière, die FSU und auch Süd, die diese Auseinandersetzung mit organisieren. Plusieurs organisations syndicales, plusieurs organisations syndicales d'étudiants et d'étudiantes. Ebenso wichtig ist es hervorzuheben, dass natürlich auch in dieser übergreifenden Gewerkschaftsorganisation auch wichtige Studentenverbände mitmachen. Denn hier ist hervorzuheben, dass insbesondere zu Beginn der Bewegung ganz zentral die Mobilisierung auch unter den Schülerinnen und Schülern und eben den Studenten lief. Und es ist wichtig, hier die Beteiligung die Beteiligung der jungen Menschen an dieser Auseinandersetzung hervorzuheben. Qui se mobilisent quand il se passe des choses comme ça. Un des problèmes par ailleurs qu'on a sur cette mobilisation, c'est que je l'ai dit. Il soll aber auch hier auch nicht verschwiegen werden, dass es darüber hinaus ein sehr großes Problem der Mobilisierung gibt, was das geradezu umdreht. Wir haben mit dem sehr großen Dachgewerkschaftsverband CFDT eine Gewerkschaft, die nicht nur diese Bewegung nicht unterstützt, sondern, und das ist auch an vielen Stellen nachgewiesen, sie geradezu als Bewegung bekämpft und unmittelbar und direkt die Forderung nach dieser Gesetzesnovelle der Regierung unterstützt. Diese Spaltung zwischen den verschiedenen Gewerkschaften macht die Mobilisierung schwer. Dans cette lutte, du côté du gouvernement, justement. C'est une organisation syndicale qui est née en gros. Um zu Süd zu kommen, dies ist ein Gewerkschaftsdachverband, der seit ca. 20 Jahren existiert, sich dadurch charakterisiert, dass er ca. 110.000 Beschäftigte aus verschiedenen Branchen in ganz Frankreich organisiert und dessen zentrale Punkte im Prinzip in 2 Aspekten bestehen. Der eine ist natürlich der gewerkschaftliche Willen, hier
die alltäglichen Forderungen der Beschäftigten zu verteidigen, sie zu vertreten und weiterzuentwickeln und zweitens gleichzeitig dafür einzutreten, dass eine gesellschaftliche Transformation geschehe. Und dies beides, beide Punkte parallel zu begreifen, insbesondere auch den hin zu einer gesellschaftlichen Veränderung als integralen und zentralen Bestandteil unseres Gewerkschaftskonzeptes. Ein weiterer Punkt für uns, der als Grundlage unserer Arbeit dient, ist die Demokratie. Demokratie hier begriffen in zwei Aspekten. Einerseits die gewerkschaftliche, die innergewerkschaftliche Demokratie, die das Fundament unserer Organisation ausmacht. Andererseits aber auch die Demokratie in den Kämpfen selbst, die im Wesentlichen darauf beruht, Formen der gemeinsamen Versammlungen zu organisieren, auf denen die Entscheidungen in demokratischer Form getroffen werden. Notamment des Assemblées Générales des Travailleurs et des Travailleuses en lutte. Et l'autre aspect sur lequel le gouvernement compte, c'est que depuis natürlich setzt die Regierung auch darauf, dass der zeitliche Ablauf der parlamentarischen Verfahrensweisen zur Etablierung dieses Gesetzesprojektes so aussieht, dass entscheidende Beschlüsse im Monat Juli gefällt werden, was auch den Gewerkschaften es erschweren sollte, die Abstimmung dieses Gesetzes durch entsprechende Mobilisierung zu beeinflussen, entsprechend schwerer macht. Du côté des organisations syndicales. En même temps, on a l'exemple en France d'une mobilisation un peu de ce genre-là. Nichtsdestotrotz erinnern wir in diesem Zusammenhang natürlich auch an die Mobilisierung im Jahre 2006, die mehrere Wochen lang gedauert hat, gegen die Verschlechterung, insbesondere der Beschäftigung von jungen Menschen, von Jugendlichen und die in diesen mehreren Wochen allerdings erst eingesetzt hat, als das Gesetz bereits verabschiedet war. Was dann aber dazu geführt hat, dass es zwar verabschiedet war, aber dass dieses Gesetz niemals in konkrete Verwaltungsvorschriften und Dekrete umgesetzt wurde, sodass es nie tatsächlich zur Anwendung kam. Dies ist einer der Punkte, mit denen wir versuchen, unter den Streikenden, unter denen sich am Protest Beteiligten hier eine weitere Zuversicht zu schüren, damit die Mobilisierung auch, oder dass die Mobilisierung auch dennoch, wenn es schwierig aussieht, erfolgreich sein könnte. Même si la loi est votée au Parlement. Où on en est là aujourd'hui sur cet aspect? Zum Verlauf des Gesetzesvorhabens zwei Sachen. Der eine ist der legislative Aspekt. Der Gesetzesentwurf hat bereits die Nationalversammlung passiert, ist weitergeleitet an den Senat, wo es eine rechte Mehrheit im Gegensatz zur Nationalversammlung mit einer linken Mehrheit gibt, um im Anschluss erneut nach entsprechenden Veränderungen im Senat hier in der Nationalversammlung abschließend im Monat Juli behandelt zu werden. Es gibt hier ein verfassungsrechtliches Problem, das in Frankreich folgendermaßen das Folgende der jeweiligen Regierung erlaubt. Dahingehend, dass und wir haben es hier mit einer Regierung der Linken zu tun, das hatte ich vergessen eingangs zu erwähnen, einer links-grünen Regierung, dass die Regierung in der Lage ist, wenn sie einen Gesetzestext durchsetzen möchte, hier eine besondere Regelung nutzen kann. Insbesondere dann, wenn sie davon ausgehen muss, dass sie gegebenenfalls in der Nationalversammlung nicht über die Mehrheit verfügt, kann sie eine Form der Abstimmung zur Abstimmung stellen, in der es keine Diskussion über den eigentlichen Gesetzestext gibt, sondern in der diejenigen Abgeordneten, die gegebenenfalls diesen Gesetzestext ablehnen wollten, hier mit ihrer Stimme nicht den Gesetzestext beeinflussen können, sondern im Grunde genommen nur ihre Abwahl der Regierung aussprechen können, was natürlich viele nicht machen, in einer Art Misstrauensvotum. Und jede Regierung der Linken hat das bislang, diese Form der problematischen Demokratie natürlich, die hier damit einhergeht, auch während ihrer Regierungszeit durchaus angewandt. De démocratie, en fait, hein.
Ein weiterer wichtiger zweiter Aspekt betrifft die Frage nach Demokratie und die stattfindenden Demonstrationen. Seit Anfang März die Bewegung im Prinzip losgetreten wurde und begonnen hat, sind die entsprechenden Demonstrationen, die damit einhergingen, von Polizeigewalt ganz massiv begleitet gewesen. Das heißt, alle Demonstrationen haben dieses Problem gehabt. Es ist vielfältig zu Provokationen von Seiten der Polizei, zur Anheizung von Auseinandersetzungen gekommen. Und es ist auch so, dass die Politik ganz massiv hier die Frage aufgeworfen hat, ob diese Demonstrationen so weitergeführt werden sollten. Insbesondere am letzten Wochenende hat der Innenminister hier ganz klar die Gewerkschaften aufgefordert, die für den 23. und 28. Juni geplanten Demonstrationen wieder abzublasen und gesagt, dass sie verboten werden könnten. Hier ist dies auf jeden Fall eine historische Situation, die so in den letzten Jahren überhaupt nicht sich gestellt hat, dass eine Regierung, eine demokratisch gewählte Regierung, überdies eine linke Regierung, herginge und den Gewerkschaften einfach verböte, hier ihre selbstorganisierten Demonstrationen abzuhalten. À ceux, en tout cas, qui pouvaient avoir des illusions sur le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui. Et tout ça, ça se situe dans un contexte où, en France, il y a ce qu'on appelle l'état d'urgence depuis la fin du mois de novembre. Ein weiterer Aspekt ist natürlich der derzeit weiterhin anhaltende Notstand, der gegen Ende November letzten Jahres ausgerufen wurde. Hier eine Ausnahmemaßnahme, die sehr massiv die öffentlichen Freiheiten der Menschen sehr stark einschränkt und durch konkrete Maßnahmen der Polizei sehr viel mehr Rechte gibt, hier unmittelbar auf Menschen zuzugreifen, ohne dass dafür wie zuvor es erforderlich wäre, eine juristische Instanz, beispielsweise einen Richter, einzuschalten. Und dieses Verhalten hat sich natürlich auch übertragen auf das Verhalten der Polizei auf diesen Demonstrationen, die sich dadurch dementsprechend radikalisiert gaben. Hinzu kommt noch das politische Problem, dass dieser Notstand, dass dieser Ausnahmezustand hier von über 900 Abgeordneten beschlossen wurde, darunter auch Abgeordnete, die in dem ersten Durchlauf des Verfahrens aus der Kommunistischen Partei und auch aus der Linken Front dafür stimmten. Und das ist natürlich eine politisch schwierige Situation. Das pose un réel problème quand même sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui sur la question des libertés publiques, quoi. J'en reviens un peu sur les perspectives qu'on peut. Wenn wir nun über die Perspektiven dieser Bewegung sprechen, dann ist hier sicherlich als erstes hervorzuheben, dass dies eine Bewegung ist, die getragen ist von verschiedenen Gewerkschaftsdachverbänden und die damit die Division, die Spaltung, die traditionell in der französischen Gewerkschaftsbewegung herrscht, ein Stück weit überwindet, aber gleichzeitig natürlich auch wiederum Ausdruck einer etwas komplexeren Realität ist, wie sie sich tatsächlich in den Betrieben darstellt und auch eine weitere Tradition der französischen Gewerkschaftsbewegung ausmacht, nämlich des gemeinschaftlichen, übergreifenden gewerkschaftlichen Handelns in den Betrieben insbesondere. Es hat hier auch eine Unterschriftenliste von Tausenden von Gewerkschaftern, nicht nur aus den erwähnten Gewerkschaftsdachverbänden, die diese Einheit derzeit bilden, gegeben, sondern darüber hinaus auch aus weiteren kleineren Gewerkschaftsdachverbänden, die insbesondere an die Möglichkeit des Generalstreiks erinnerten und aufforderten, in diese Richtung hinzuwirken. Und gleichzeitig ist diese Einheit natürlich auch Ausdruck einer alltäglichen Zusammenarbeit in den Betrieben. Natürlich gibt es in ganz vielen Betrieben überhaupt gar keine gewerkschaftliche Vertretung. In manchen Betrieben nur die Vertretung von ein oder zwei Gewerkschaftsdachverbänden. Nichtsdestotrotz gibt es in vielen Betrieben eine Einheitsarbeit, die an der Basis stattfindet und die sich in dieser Bewegung auch wiederfindet. CGT, FO, Solidaire et FSU. Et ça, c'est en, pas simplement, mais c'est en partie lié à.
um die Unterschiedlichkeit auch zwischen dem verschiedenen betrieblichen, aber auch gewerkschaftlichen Aufbau zwischen Deutschland und Frankreich zu verstehen, ist es vielleicht wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass hier die unterschiedlichen Delegierten aus den verschiedenen Dachgewerkschaftsverbänden in Frankreich, in den Betrieben, in sehr unterschiedlichen Komitees zusammenarbeiten. Im Wesentlichen gibt es hier drei Ebenen. Einmal so etwas, was man nicht ganz zutreffend als Betriebsrat, dann ein Komitee, was man als Personalkomitee bezeichnen könnte und noch ein Arbeitsschutzkomitee. Alle diese Komitees allerdings, und das ist hervorzuheben, haben keinerlei Ebene der Mitbestimmung, wie sie hier existiert, und unterscheiden sich von daher grundlegend darin, dass in ihnen die Forderungen der Beschäftigten gesammelt, organisiert und an den Unternehmer herangetragen werden. Und das ist aber gleichzeitig eine Ebene der engen gewerkschaftlichen Zusammenarbeit, aus der sich hier natürlich auch diese Bewegung speist. Womit ich aber auch nicht gesagt haben will, dass es in Frankreich hier keine Gewerkschaftsbürokratie gäbe. Die existiert natürlich leider auch. Ich will nicht sagen, par ailleurs, qu'il n'y a pas de bürokratie syndicale en France. Ça existe aussi, malheureusement. Dernier point sur lequel je terminerai, c'est sur la question internationale. Darüber hinaus ist aber auch der europäische Aspekt dieses Arbeitsgesetzvorhabens hervorzuheben. Wir haben in Europa verschiedene Beispiele vergleichbarer Gesetze in der jüngsten Zeit erlebt, beispielsweise in Italien den Job Act oder aber wenige Wochen nach Verkündung des Gesetzesvorhabens in Frankreich, auch in Belgien, eine ähnliche Infragestellung bislang abgesicherter Rechte, die hier versucht, die Rechte der Beschäftigten einzuschränken und vor allem der Gewerkschaften auch. Allerdings, und da will ich hier auch solidär nicht unbedingt ausnehmen, ist die Antwort, die die Gewerkschaften auf diese Infragestellung gegeben haben, bislang nicht ausreichend. Natürlich gibt es viele Gewerkschaften, die sich nicht in der Lage sehen oder es nicht möchten, sich mit den Arbeitgeberforderungen hier auseinanderzusetzen und diese frontal anzugehen. Das ist natürlich die eine Seite dieser Bewegung. Die andere Seite besteht darin, dass wir es tatsächlich mit einer wirklichen Verspätung, einer Aufholjagd, die wir zu machen hätten, im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, und da zählt auch Solidär natürlich dazu, und wir stehen hier vor der Frage, wie es uns gelingen kann, dass wir uns auf internationaler Ebene so organisieren, dass wir diese Angriffe gemeinsam abwehren können. Auf niveau européen, voire au-delà, au niveau international, plus globalement. En fait, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un point qui concerne la question de l'extrême droite et du Front National. Ein letzter Punkt noch, bevor ich hier schließe, was der mir in meinem Vortrag bislang entgangen ist, ist der, Bezug zu nehmen auf die Entwicklung der extremen Rechten und des Front National in Frankreich. Ihr wisst, dass wir ein tatsächliches, ein effektives Problem mit der extremen Rechten, insbesondere des Front National und seines Abschneidens bei den Wahlen in entsprechender Höhe haben. Seit es die soziale Bewegung hier gibt, seit den 3,5 Monaten, kann man sagen, dass der Front National in der Öffentlichkeit nicht mehr existiert, was leider nicht bedeutet, dass er irgendwie verschwunden wäre, aber er kann sich politisch in der politischen Landschaft öffentlich nicht ausdrücken. Und das hat natürlich damit zu tun, dass er einerseits einer populären Demagogie verfallen ist, die sicherlich hier Form der Einschränkung der sozialen Bewegung ablehnen würde, insbesondere der Rechte der Beschäftigten. Andererseits aber natürlich auf gar keinen Fall mit der Bourgeoisie, mit den Unternehmern brechen möchte und deswegen sich auch nicht äußern kann in der Art und Weise, wie er es sonst tut. Et je pense que voilà, ça montre aussi que un des moyens les plus efficaces. Und das zeigt uns, dass dies eine sehr effektive Möglichkeit ist, den Front National zu bekämpfen mittels der Form der sozialen Bewegung, weil hier auch durch diese Bewegung dann der entsprechende Medienraum, den die Bewegung normalerweise einnimmt, eingeschränkt ist und die Leute statt über die letzte Verlautbarung von Marine Le Pen zu reden, tatsächlich ihre Ablehnung des Arbeitsgesetzes und die Gespräche über die Demonstrationen der letzten Wochen und Monate zum Ausdruck bringen. Das ist also ein effektives Mittel, dagegen zu kämpfen. Extrêmement important. Et bon, voilà, c'est pour ça que j'avais oublié de le dire, mais je pense que faut vraiment le dire. Dernière chose, peut-être, je finis sur la question des blocages.
Die Frage dann zu den Blockaden. Auch hier würde ich ein Caveat erheben. Natürlich ist es wichtig, diese Blockaden zu forcieren, sie auch durchzuführen. Die Frage, die sich aber politisch dabei stellt, ist: stärken oder ersetzen Sie den Streik? Und das ist natürlich dann immer das Ergebnis, wenn hier einfach nur eine Fabrik blockiert wird, das aber weder zur Mobilisierung führt oder aber gar die Mobilisierung von Streikenden sogar verkürzt oder verschlechtert. Und deswegen kann man diese Maßnahme sicherlich als wichtige Unterstützung der Auseinandersetzung betrachten, aber sie darf, wie gesagt, nicht dazu führen, dass sie den Streik an sich ersetzt. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant, quoi. Donc, mais par ailleurs, je pense que ça fait partie, évidemment, des actions qu'il faut mener comme appui au développement de la grève, hein.